Ich habe mir jetzt gerade so ein kleines Magnum-Eis geholt und gleich dazu noch ein Kinderkaffee. Leckeren Nudelauflauf mit Bolognese. Nudelauflauf. Nudelauflauf. Jetzt haue ich mir noch schnell Schoggi rein. Ist nur noch das Stück übrig geblieben. Hallo ihr Lieben, Food-Derby-Zeit. Ja, es ist wieder Sonntag, 9 Uhr und es gibt wieder ein neues Essenstagebuch von mir. Und zwar heute eine Jubiläumsfolge. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass immer wenn wir die volle Zahl voll haben, also es hat mal bei 10 angefangen, 20, 30, 40, jetzt sind wir schon bei 110. Es ist schon die 110. Folge von Food-Derbys. Krass, oder? Ja, also ihr könnt auf meinem Kanal über ein Jahr, glaube ich, über ein Jahr, ja, ich glaube, es ist über ein Jahr. Über ein Jahr mache ich das schon, länger wahrscheinlich schon. Ich weiß gar nicht, wann ich damit angefangen habe. Aber ihr könnt schauen, was ich ein Jahr lang gegessen habe, wenn ihr darauf Bock habt und wenn ihr Zeit habt, weil bis so viele Videominuten, ja, das ist der Wahnsinn. Also seht ihr mal, was, also ich glaube, sowas, das ist der Hammer, wenn ich darüber nachdenke. Ein Essenstagebuch über ein Jahr hinweg, was die Person gegessen hat. Also was ich gegessen habe. Ja, ich wünsche euch aber jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß an dem Video. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen. Ihr wisst, das ist mein Feedback. Mir bedeutet der Daumen viel, weil das halt mein Feedback ist, ne? Und über ein kostenloses Abo, wenn du mich noch nicht abonniert hast, freue ich mich natürlich auch riesig. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß. Und am Ende vom Video beantworte ich wieder eine Frage von euch. Da kamen wieder ein paar mehr. Auch wenn du jetzt eine Frage hast, kannst du das gerne unten in die Kommentare stellen. Freue ich mich immer riesig über eure Kommentare, über euer Feedback, über was weiß ich, eure Fragen und auch immer. Und jetzt geht's los, weil ich rede schon wieder viel zu viel, ich weiß. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mir jetzt gerade ein Sandwich gemacht. Unten drunter ist Butter, dann Beskar Salami, Käse, Gurke, Tomate, Fettremoulade. Dann kommt, das ist ein Big Sandwich Toast, der drauf und dann wird das geschlemmert um 12.24 Uhr. So, als nächstes spreche ich noch ein Kinder-Country und dann schneide ich euch endlich das Schul. Meine Große kommt ja jetzt in die Schule und ich habe das Video gerade abgedreht, was man alles für den Schulanfang braucht. Was sie für einen Schulrucksack hat, was in die Schultüte packt, was ich da für Ideen hatte. Ja, das habe ich euch gerade abgedreht und dann schneide ich das jetzt endlich mal, weil eigentlich wollte ich das schon seit einer halben Stunde schneiden, aber dann habe ich Hunger bekommen, dann habe ich Instagram ge... Naja, kennt das bestimmt. Ich esse es jetzt. 12.32 Uhr. So, ich habe mir gerade ein Dosensüppchen warm gemacht. Ja, ich habe nämlich gesucht und irgendwie nichts gefunden. Das ist einmal Gulaschsuppe. Ja, genau. Mal was Schnelles. Und dazu werde ich so ein bisschen Toast nehmen. Mein Mann hatte Würstchen. Ja. Der hat sich was Gescheites angebraten und ich eine Dose. Aber eigentlich ist es auch immer ganz lecker. Vor allem schnell. Achso, wir haben es. Wir haben es schon sehr spät. 16.35 Uhr. So, ich habe mir jetzt hier noch einen Nachtisch geholt. Einmal meine Chips, einen Hippo, ein Kinderriegel und drei Gipfelstangen. Nachtisch muss immer sein. Wir haben es 16.48 Uhr. Ich habe mir jetzt noch ein Kinderriegel geholt. Wir haben es kurz vor 5. Ganz, ganz untypisch für mich. Aber ich weiß nicht, ich bin jetzt das ganze durchgelaufen. Meine ganzen Süßigkeiten. Na toll. Ganzen Süßigkeiten-Schrank habe ich durchsucht und alles. Aber irgendwie hat mich nichts angelächelt. Und dann habe ich einen Apfel gesehen und dachte ich, boah, ja, ich will einen Apfel. Ja, irgendwie, ja, ganz untypisch für mich. Wir haben es 17.22 Uhr. Wie untypisch ich von dem Apfel rede. Aber naja. Normal mache ich so einen Teller den Kindern und nicht mir. Aber vielleicht will mein Körper gerade einen Apfel. Jetzt habe ich mir so Pizzininis oder sowas gemacht. Die andere Hälfte hat mein Mann da drüben. Der wollte die andere Hälfte. Mir reicht das ja. Ich finde, das ist so eine ideale Menge eigentlich an Pizza. Ich bin mal gespannt, ob das meinem Mann überhaupt reicht. Ich habe ihn noch dreimal gefragt, ob er wirklich nur eine will. Aber egal. Pizzininis oder was weiß ich, wie die Dinge heißen, mit Hellas Ketchup. Und wir haben es 19.32 Uhr. Und ich bin schon wieder abends suchen nach Essen. Und zwar habe ich jetzt einmal die Brownies. Da werde ich jetzt mir zwei, drei Stück rausnehmen. Und wir haben es genau 20 Uhr. Guten Morgen. Schaut mir meine Küche aus. So sieht das aus, wenn ich mir Frühstück mache. Ich habe mir gedacht, ich habe jetzt keine Lust, alles auf den Frühstückstisch zu stellen und gemütlich zu frühstücken. Die Kinder sind nämlich heute beide nicht da. Die haben bei der Oma übernachtet. Deswegen dachte ich mir, ich mache mir heute so einen Frühstücksteller. Da habe ich so eine alte Semmel getoastet, einfach in vier Teile geschnitten, damit dies in den Toaster passt. Das große Sandwich-Toast habe ich getoastet. Da ist jetzt Honig drauf. Noch ein Sandwich-Toast getoastet. Da ist Mettwurst drauf mit
Butter, Gurke, Essiggurke und Tomate. Das ist auch eine, schaut, ich habe die halt so geschnitten, die Semmel. Butter, Beskarwurst, Tomate, Gurke, Butter, Erdbeermarmelade, unsere selbstgemachte übrigens, und Käse und dann noch zwei Semmelhälften mit Nusana. Wo haben wir das hier? Mit dem hier, der jetzt bald leer ist. Ja, kann ich echt empfehlen, schmeckt sehr gut. Ich weiß nicht, Nutella oder, naja, ihr wisst schon. Ja, und das esse ich jetzt erstmal um 10.03 Uhr. Na, wer hätte jetzt auch Bock auf so einen Teller? Ja, ich würde auch immer mich freuen, wenn mir jemand so einen Teller macht, aber naja. Wenn man selber dann endlich fertig hat, dann freut man sich auch. Okay. Mein Mann hat vorhin gerade Brezen aufgebacken und ich dachte mir, oh, ich habe jetzt auch Bock. Einmal eine Butterbreze mache ich mir jetzt. Beziehungsweise ich habe mir ein Messer und schmier dann Butter drauf und beiß ab. Ne? Wir haben es 15.18 Uhr. Mir war das irgendwie einfach zu langweilig mit nur Butter. Deswegen habe ich mir jetzt die Bischofscreme dazu geholt. Ja, jetzt esse ich das mit Butter und Bischofscreme zusammen. Die löffel ich aber auch ab und zu einfach so. So, mein Mann hat mal wieder gekocht, weil er meint, wenn wir auf mich warten, dann würden wir um 8 Uhr abends noch nicht essen. Aber könnte natürlich echt sein, weil manchmal verspüre ich einfach noch keinen Hunger. Aber jetzt habe ich wirklich auch Hunger, nachdem es so richtig gut duftet. Egal, er hat die Nudel-Kartoffel-Wurstpfanne gemacht, kennt ihr ja schon von uns. Wir haben es 17.10 Uhr. Die Tüte wird immer kleiner und kleiner. Ich habe wieder meine Western-Style-Chips jetzt rausgeholt. Und wir haben es 20.18 Uhr. Ich habe mir jetzt gerade so ein kleines Magnum-Eis geholt und gleich dazu noch ein Kinder-Country. Eigentlich wollte ich ein anderes Eis, aber musste feststellen, dass mein Mann einfach das Eis gegessen hat. Ich habe mir das so fest vorgestellt gerade und naja, selten, dass mein Mann was auf isst, aber da war er einmal in seinem Leben schneller wie ich. Ich sage ja, hier darf man nicht zu lange etwas aufheben. Wir haben 20.30 Uhr. Wir haben zurzeit eigentlich gerade so viel leckere Süßigkeiten, aber irgendwie macht mich gar nicht so viel an. Aber Kinderschokolade immer und so saure Gummibärchen auch immer, gehen doch immer. Wir haben es 21.05 Uhr. Eigentlich wollte ich gerade Zähne putzen gehen, aber dann ist mir eingefallen. Nein, ich will jetzt noch Knickknacks essen. Ist euch übrigens aufgefallen, seit ich immer regelmäßig am Abend Zähne putze, dass es weniger Süßkram am Abend geworden ist? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es weniger geworden ist. Weil wenn Zähne geputzt ist, dann ist der Zug abgefahren für mich. Wir haben es 21.20 Uhr und ich esse jetzt Knickknacks noch. Guten Morgen, ich bin in der Arbeit. Hab mir gerade aber nur einen Müllermilch-Eiskaffee geholt. Ich bin mal gespannt, wie der schmeckt. Den habe ich auch für zu Hause einmal gekauft, habe vergessen, den aber mitzunehmen. Aber Kaufland ist ja gleich da. Ja, der ist eben gerade im Angebot. Ja, 8 Uhr haben wir es und zum Essen habe ich mir aber nichts geholt, weil ich noch gar keinen Hunger habe. Ja, weiß gar nicht, warum ich das euch jetzt zeige in meinem Food Diary, aber weil da irgendwie so ein Eis drauf ist vielleicht. Weil ich mir denke, das ist irgendwie was zu essen, keine Ahnung. So, endlich. Ich habe so einen Hunger. Ich habe mir jetzt das Essen von gestern warm gemacht mit meinem Hellas Ketchup. Das esse ich jetzt, währenddem ich koche. Kinder haben sich Grießbrei gewünscht. Ja, die Mutti macht Grießbrei aus der Tüte. Wir haben es jetzt 15.33 Uhr. Ich denke mal, danach werde ich das dann auch als Nachtisch noch essen. Aber ich habe noch nichts Normales gegessen. Ich habe jetzt erstmal Hunger. Ich habe uns gerade Grießbrei gekocht und das essen wir zusammen mit Apfelmus oder wer mag Marmelade oder Zimt und Zucker. Aber eigentlich mögen wir alle Marmelade, nur die Kleine mag Zimt und Zucker. Apfelmus, mein Gott. Wir haben es jetzt 3:50 Uhr haben wir es. Oh, kennt ihr das noch von mir? Breze mit Teewurst. Oh, wir haben Teewurst, wir haben Breze und wir haben Butter. Ja, diese Kombi esse ich jetzt. Oh, ich feiere das. Und endlich. Ich habe heute ewig gebraucht, bis die Kleine im Bett war. Wir haben es nämlich schon 20.40 Uhr. Ja, 20.40 Uhr und ich komme erst zum Essen. Ich kann sich gar nicht vorstellen, wie gereizt ich schon bin, weil ich einfach Hunger habe. Kommt er aber nicht, weil das Mädchen heute irgendwie nicht schlafen will. Keine Ahnung, ist aufgeregt oder so. Morgen ist der erste Kindergarten wieder. Vielleicht deswegen. Keine Ahnung. Ich bin fast verhungert gerade. Nach der leckeren Breze mit Teewurst, also das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, Teewurst, Breze und gesalzene Butter. Oh, ein Traum. Habe ich mir einen Curly Wurly gerade in der Süßigkeiten-Schublade gefunden. Da ist so ein Chaos gerade drin. Kein Wunder, dass der untergegangen ist. Ein Kinder-Country und ein paar saure Gummibärchen, ja. Das werde ich jetzt erstmal essen und wir haben es 8:45 Uhr. Irgendwie stehe ich voll auf Kinder-Country. Da ist mein Müll. Und jetzt habe ich gleich mir ein Bueno noch geholt und Kinder-Country. Merkt ihr, dass ich ein bisschen auf Kinderschokolade stehe? Ich finde ja nach wie vor Kinderschokolade ist die allerbeste Schokolade überhaupt. Ne? Ja, deswegen vernasche ich die jetzt. 21.19 Uhr.
Mögt ihr Kinderschokolade? Könnt ihr ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und was mögt ihr am allerliebsten von Kinderschokolade? Das würde mich ja echt mal interessieren. Habe ich euch eine Uhrzeit gesagt? Nee, ich glaube nicht. 21.15 Uhr. Ich wollte eigentlich jetzt gerade schon Zähne putzen gehen, dann dachte ich mir, dann habe ich ein Food Diary angeschaut. Von jemand anderem. Und der hat gerade seine Süßigkeiten in Schublade gezeigt. Ja. Und jetzt muss ich Nicknacks essen. Super, gell? Ja, und danach gehe ich aber Zähne putzen. Glaube ich zumindest. 21.27 Uhr haben wir's. Guten Morgen. Ich gönne mir jetzt um 14:45 Uhr als allererstes erstmal ein Kinder-Country. Yeah! So, jetzt nach meiner Süßspeise brauche ich natürlich jetzt auch mal wieder was Herzhaftes und mal was Gescheites. Ich habe mir gerade einen Toast gemacht, unten drunter ist Butter, dann Beska-Salami, dann Gurke, Tomate, Käse, Fett-Remoulade und dann schließen wir das und dann essen wir das. Ja, frisch getoastet, das sind die XXL-Scheiben übrigens. 12:01 Uhr haben wir's. Jo, wir Brotzeiten. Irgendwie sind wir zurzeit auf dem Brotzeittrip, aber es schmeckt uns auch total gut. Jetzt habe ich wieder alles aus dem Kühlschrank rausgeholt, was es so gab. Und frisches Brot habe ich und meine Große heute geholt. Ja, und jetzt werden wir erstmal Brotzeiten. Wir haben 17:50 Uhr. So, mein abendliches Ritual hat begonnen. Lecker. Mit saurem Zuckerüberguss gibt es zwei Snack-Salamis, Kinderschokolade und ein Fritt. Ja. Und wir haben es jetzt 20 vor 8. Merk schon, heute bin ich wieder ein bisschen verfressener. Hier habe ich einmal Choco-Cups geholt. Keine Ahnung, die liegen da jetzt schon ewig. Jetzt sollte ich sie vielleicht mal essen. Oreo. Habe ich sogar. Ich habe so richtig gut gegruschelt heute in der Süßigkeiten-Schublade. Mein Edelmarzipan zweimal geholt. Bounty und Adaf. Ja, und wir haben es 20:07 Uhr. So, jetzt habe ich mir noch zwei Schimmeldinger geholt. Also diese Salami-Dinger da halt. Wir haben es 10 nach 8. Guten Morgen. Ich habe mir jetzt gerade so eine Schüssel mit solchen Kringeln gemacht. Lama, irgendwas heißen die, keine Ahnung. Schmecken auf jeden Fall Die haben richtig ich auch. gut. Ja, die Bella hat die auch, deswegen wollte ich die dann auch. Wir haben es 9:15 Uhr. Jetzt habe ich mir noch einen Kinderriegel geschnappt. Das esse ich jetzt noch gemütlich um 10:05 Uhr und dann fange ich's Putzen an. Okay, jetzt noch eine Kinderschokolade. Und dann räume ich aber wirklich auf. Wir haben es, oh Gott, 10:15 Uhr. Mittagessenszeit. Ich habe einen leckeren Nudelauflauf mit Bolognese. Nudelauflauf. Nudelauflauf mit Bolognese-Soße, Erbsen und Karöttchen gemacht. Ja, den lassen wir uns jetzt schmecken und dann muss ich arbeiten. Oh Mann. Ach so, die Uhrzeit wollt ihr ja bestimmt auch wissen. 12:19 Uhr. So, als Nachtisch gibt es jetzt noch einen Kinderriegel und dann fahre ich schon ab in die Arbeit. So, jetzt bin ich wieder in der Arbeit und was gibt's in der Arbeit? Ein Latte Macchiato, einen kalten und ein Schokocroissant habe ich mich heute entschieden. Ich habe noch überlegt, da war noch so ein Vanille-Schoko-Ding, aber nee, habe dann doch mich für das Schoko-Ding entschieden. Da weißt du, dass es schmeckt, ne? Altbewährtes. 15:02 Uhr haben wir's. Endlich Feierabend. Ich habe mir jetzt ein paar Nudeln von heute Mittag nochmal warm gemacht in der Mikrowelle und die werde ich jetzt erstmal essen. Ja, und wir haben es 20:23 Uhr. So, ich habe mir einmal den Knoppers Erdnussriegel und einen Kinderriegel ausgesucht. Natürlich ist der Erdnussriegel eigentlich von meinem Mann, aber er hat Pech, ich will den essen. Selber schuld, wenn wir den so lange in der Schublade liegen lassen. Den liebäugel ich schon seit 3, 4 Tagen. Ja, wir haben es 20:35 Uhr. Guten Morgen! Ich habe mir jetzt gerade ein Leonabrot gemacht mit Essiggurken drauf und unten drunter Butter und einmal ein Honigbrot, da die Butter jetzt schon geschmolzen ist. Ich habe das Brot getoastet. Ich mag das voll gerne, wenn das getoastet ist. Ich weiß nicht, steht da irgendwie drauf, wenn es härter ist. Und eins mit Honig eben und Butter, aber die Butter ist jetzt bald weg. Achso, und wir haben es 10:40 Uhr. Und natürlich brauche ich auch gar keine Stimme mehr vor lauter Honig im Mund. Einen Nachtisch, 10:49 Uhr. Mittagessenszeit. Ich habe heute uns Kartoffelpuffer gemacht. Aber nur Richtig weil ich süß. Hunger hatte. Ja, Bella hat Hunger gesagt. Ja, gesagt, sie hat Hunger gekriegt. Aber die riechen auch richtig gut. So richtig kleine sind das, nicht die großen. Irgendwie hat das Video jetzt abgebrochen, keine Ahnung. Wir haben aber auch gerade Internetverbindung und Telefon und alles ist gerade, fällt hier gerade mal wieder flach. Naja, wir haben es 12:15 Uhr und werden jetzt essen mit Apfelmus und Ketchup natürlich. Da müssen wir mal gucken, ob wir einen neuen aufmachen müssen. So. Jetzt habe ich mir noch Marzipan-Schoki geholt, um 13 Uhr ganz genau auf die Minute. Ich bin in der Arbeit und es gibt ein Schoko-Croissant und natürlich mein Latte Macchiato dazu. Wir haben es 17:12 Uhr.
Muss ich guten Morgen sagen? Ich glaube schon. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe noch nichts gegessen, ne? Habe ich nicht. Zum Mittagessen gibt es bei uns Pizza. Pizza, Pizza, Pizza. Und ich esse Pizza immer mit Ketchup. Wer noch? Er sagt das mir mal bitte. Ich liebe Pizza und Ketchup zusammen. Ich weiß nicht, das mag ja nicht jeder, aber ich feiere das voll. Wir haben das 13:20 Uhr. Selbstgemachte Pizza. Aber mit Fertigteig allerdings. Wir waren faul. Nachtisch muss natürlich auch sein. Und übrigens waren Milka-Schokolade wieder im Angebot. Endlich. Also seht ihr jetzt wieder in den Food Diaries mehr Milka-Schokolade, weil wir hatten keine mehr. Aber jetzt waren sie endlich für 58 Cent wieder im Angebot. Ja, interessiert wahrscheinlich hier keine Sau, aber egal. 14:13 Uhr haben wir's. Ich hab da noch was im Kühlschrank gefunden. Riechen tut's noch gut, also wer das jetzt gegessen. Ich glaube, vor 2, 3 Tagen hatten wir das. Das war der Nudelauflauf. Jo, da habe ich jetzt Bock drauf. Wir haben auch noch ein bisschen Restpizza, aber wir hatten das ja heute Mittag schon. Also nochmal habe ich jetzt keine Lust. Wir haben es 20:10 Uhr. Als ob ich heute nicht schon eine komplette Schoki aufgegessen habe. Also ich habe heute schon eine komplette Tafel aufgegessen. Gleiche Sorte, aber die war so gut, dass ich jetzt noch mal ein Stück will. Habe ich mir eigentlich schon, bevor ich die Nudeln warm gemacht habe, aber da dachte ich mir, ich kann mir das nicht mit Schokolade anfangen. Aber eigentlich wollte ich die schon davor. Nudeln waren jetzt auch super, aber eigentlich wollte ich die schon davor. Versteht ihr, was ich meine? Na egal. 20:17 Uhr haben wir es. Nudeln waren auch lecker. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich esse jetzt schon länger. Ich habe auch schon ein Stück Pizza gegessen. Ich habe ganz vergessen, euch zu filmen. Ich hatte gerade so eine Nachricht. Ihr habt mich irgendwie ein bisschen geschockt, deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Egal, ich habe Mittagspause. Wir haben es 14:42 Uhr. Jetzt haue ich mir noch schnell Schoggi rein. Es ist nur noch das Stück übrig geblieben. Also gestern habe ich nicht mehr eine ganze geschafft. Aber das reicht mir jetzt, glaube ich, nicht für Schokolade. Ja, deswegen habe ich mir die Oreo White noch geholt. Und wir haben es 3:10 Uhr. Ich habe Feierabend endlich. Ich habe jetzt noch einen Kuchen gebacken. Ich habe schon länger Feierabend, bin schon länger zu Hause. Aber jetzt habe ich endlich um 20:47 Uhr Zeit, mir was zu essen zu machen und um mich auf die Couch zu flacken. Yeah! Irgendwie war der Tag heute anstrengend. Ich stehe mal wieder vor dem Kühlschrank. Meine Hauptaufgabe am Abend. 21:04 Uhr und ich habe mir jetzt so zwei Würstchen hier geschnappt. Und schon wieder stand ich beim Kühlschrank. Jetzt habe ich mir noch eine Bockwurst geholt für 21:11 Uhr. Ja, für 21:11 Uhr, ne? Ich bin wieder da. Ich war fleißig am Fragen lesen. Und zwar gibt es eine Frage von der Hallo Sonne. Hallo Solle. Ja, Hallo Sonne, wo bist du eigentlich? Ne, mal so. Naja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall hat sie gefragt: Hallo Lisa, wie lief dein Führerschein? Wann hast du ihn gemacht? Hast du immer gleich bestanden? Fiel es dir leicht oder schwer? Würde mich über deine Antwort freuen. PS, wir gehen eigentlich nur zum Bäcker. Wir haben einige, die super gut und viel besser als Backwerke sind. So, ja, da habe ich letztens über die Bäckereien in den Fragen geredet, ja. Wann habe ich meinen Führerschein gemacht? Ich habe meinen Führerschein gemacht mit 17. Ich weiß nicht, gibt es das noch? Fahren mit 17? Auf jeden Fall, ich konnte es halt kaum erwarten. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Das wisst ihr, glaube ich, gar nicht von mir. Ich habe einen A1-Führerschein gemacht damals, mit 16 schon. Also ich war schon immer so, weiß nicht, so fahrende Fahrzeuge, wo man nicht treten muss, wie bei dem Fahrrad, hat mich schon immer voll interessiert. Also ohne Kraft, ne? Sportfaul, ihr wisst. Deswegen habe ich damals den A1-Führerschein gemacht. Mit Absicht nicht den Rollerführerschein, weil das fand ich irgendwie langweilig. Ich wollte ein Motorrad haben. Mit 16 darf man den A1-Führerschein machen. Das ist eine 125er. Ich hatte eine Aprilia RS 125er. Ich glaube, so hieß die. Ach, ich war so stolz. So ein schwarzes Motorrad. Fettes Teil war das. Vielleicht finde ich ja ein Bild, dann kann ich das euch hier irgendwo einblenden. Das war mein Motorrad, ey. Ich war der King in unserer Straße. Naja, zumindest habe ich mich als King gefühlt. Ja, also habe ich relativ früh den ersten Führerschein schon gemacht, den A1, bin damit rumgedüst, konnte es aber dann auch kaum abwarten, bis ich endlich Auto fahren konnte, weil mein Mann lenkt mich ab, da ist jemand gekommen. Ich kann doch nicht reden, wenn jemand kommt. Auf jeden Fall konnte ich es kaum abwarten, wenn ja, halt zu fahren, auch wenn es regnet, nicht nass zu werden, weil das war immer der Nachteil bei einem Motorrad. Irgendwie ist man halt, wenn es geregnet hat, doch irgendwie nass geworden und ich konnte es kaum erwarten. Deswegen habe ich dann meinen Führerschein mit 17 schon angefangen. Das heißt, man konnte damals, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, die Lage. Ich meine, ich bin schon 30. Ja, Leute, ich bin alt. Ja, das ist dann schon 13 Jahre her. Oh mein Gott, bin ich alt. Auf jeden Fall konnte man den Führerschein mit 17 machen. Das habe ich euch jetzt schon 5-mal erzählt. Jetzt wisst ihr es. Und den habe ich natürlich dann gemacht, aber ich habe es nicht wirklich genutzt. Also mit meiner Mama Autofahren,
ja, naja, war nicht so der Burner. Auf jeden Fall hatte ich ihn dann zwar, bin aber nicht relativ oft gefahren und mit 18 hatte ich dann endlich, durfte ich alleine fahren und ich habe natürlich auch gleich das Auto dazu gehabt. Ich hatte schon alles vorbereitet und ja, ich liebe einfach Autofahren. Wann habt ihr euren Führerschein gemacht? Das würde mich mega interessieren. Das könnt ihr mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wann ihr euren Führerschein gemacht habt oder ob es immer noch gibt mit Fahren mit 17. Das würde mich auch mal interessieren. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, gar nicht. Ich würde mich auf jeden Fall riesig über einen Daumen nach oben freuen und über ein kostenloses Abo natürlich auch. Und wenn du eine Frage hast, weißt du ja, schreib sie einfach unten in die Kommentare. Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao!